Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und wir spielen Ultimate General Civil War mit der Union. Schlacht von Shiloh, 6. April 1862. Und ich muss euch abmelden. So, wir haben unsere Korps nach Pittsburgh Landing am Westufer des Tennessee River geführt, um ein weiteres Gebiet zu bewachen. Haben wir mehrere Lager südlich von Pittsburgh Landing aufgeschlagen. Die Mississippi-Armee, geführt von Major General Albert Sidney Johnson, ist bekannterweise in diesem Gebiet aktiv, dürfte aber nicht in der Lage sein, eine Offensive zu starten. Sie erwarten, ihre Armeen morgen zu vereinen und auf das 22 Meilen südwestlich geeignete Korinth vorzurücken, auch bekannt als der Schnittpunkt der Konföderation. Pittsburgh Landing muss jedoch um jeden Preis verteidigt werden, bis unsere Verbündeten eintreffen. So, wir haben mit General Heinrich als Blaurock und mit dem zweiten Korps, von dem Typen habe ich schon den Namen vergessen, zusammen nur 24 Brigaden von maximal 40. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Hit ist. Müssen wir mal gucken. Schöner Fluss. Oh, wir kommen über den Seeweg. Ich überlege gerade, hat man nicht auch mal eine Mission bei den Konföderierten? Irgendwas mit so einem eisernen Schiff, was vom Fluss aus schießt oder so? Naja. Ich hab die ersten Level schon gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bei den Konföderierten gespielt habe. Liegt am Kurzzeitgedächtnis. Entschuldigung. Wir haben unsere Armee über Tennessee River hier nach Pittsburgh Landing transportiert. Und wir bereiten uns darauf vor, weiter gen Süden vorzustoßen. Ach, da ist so schön viel Wald. Unsere Lager sind verteilt aufgeschlagen, um vor möglichen Angriffen der Rebellen zu warnen, warnen zu können. Vom Westen bei der Shiloh-Kirche bis hierher am Westufer des Tennessee River. Schweres Wort. River Cola. Scheiße, Kaffee ist alle. General Buell wird morgen erwartet. Dann werden wir unsere Streitkräfte vereinen und in südlichen Gefilden in die Offensive gehen. So, ich glaube damals, mich zu erinnern, ich habe ganz schön gekotzt, glaube ich, bei der Mission. Oder war es doch eine andere? General, unsere Vorposten haben Feindbewegungen ein paar Meilen südlich gemeldet. So, es könnte sich um ein Ablenkungsmanöver handeln. Vielleicht planen die Rebellen einen Angriff aus einer anderen Richtung. Auf jeden Fall muss unsere rechte Flanke bei der Shiloh-Kirche verteidigt werden. Wo war die nochmal? Es wäre klug, ein paar Plänker zu spähen in diesem Gebiet auszusenden, um die wahren Absichten der Konföderierten aufzudecken. Speer nach vorne. Gut, dass wir nicht viele haben. Nämlich, null. Mobilisieren Sie Ihre Kräfte und bleiben Sie wachsam. Wir haben Reserven, um Ihnen im Bedarfsfall mehr Truppen bereitzustellen. So. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Erstmal doof dastehen. Das tun wir ja schon. Halten Sie die Shiloh-Kirche. Also ist es wirklich hier, da ist eine Kirche? Da. Ja, okay. Das versuchen wir mal. So. Mir kam gerade die Idee, hier den hier hin zu packen, macht aber keinen Sinn, weil hier sind auch wohl Übergänge. Das heißt, ach so, da sind Gebäude. Ah, fantastisch. Dann bewege dich zum Gebäude. So, du bewegst dich mehr an den Rand. So, dann haben wir hier noch zwei lustige Leute. Aus denen machen wir einmal Plänkler. Einmal Plänkler. So, und dich verteidigen wir auch. Das ist aber eine doofe Stelle.
Muss ich mir mal gleich angucken. Und du? Können wir vielleicht mal hier verteidigen? Guck ich mir gleich mal an. So, das heißt, auf jeden Fall, ihr alle dürft mal... Ah, ihr könnt nicht ran. Machen wir Play. So, lauf, mein Freundchen. Lauf, mein Freundchen. Hier, ihr flinken Bubis. Also, einen hätte ich gerne mal hier. Und den anderen hätte ich gerne... Ja, weiß gar nicht mehr, wo das X war. Ich sag mal hier. Komm jetzt her. Na, kommst du her. Und lauf, lauf. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist hier mit diesem Hütte, mit der Hütte. Ja, das sieht irgendwie scheiße aus. Was hast du hier? 52. Das ist auch scheiße. 52 ist nichts. Was haben wir hier? 62. Seit wann geben diese Häuser so wenig Deckung? Ich gehe mal testweise mit denen in den Wald. So. Ich habe keinen grünen Daumen. Es liegt einfach daran, dass der Wald mehr Schutz bietet. Ah, wir haben ja noch Kavallerie. Können wir die Kavallerie auch als Speer benutzen? Die habe ich übersehen. So, du bist hier irgendwie alleine von verlassen. Das gefällt mir irgendwie auch nicht. Feindliche Truppen gesichtet. Ist das ein... Oh ja. Feuer frei. Genau, rück mal dahin. Du kannst schon mal runterrücken. Die Reiter will ich haben. So, mal kurz auf Pause. Mal gucken, ob das alles so logisch ist, was ich hier mache. Da haben wir schon mal 78. Das gefällt mir schon mal besser als dieses dreckige Haus. Das heißt, wenn hier sowieso jemand kommt, hat er keine Deckung. Beim Haus könnten sie in den Wald rennen, hätten Deckung. So, er steht auch gut. Du gefällst mir auch nicht. Und bei dir würde ich Folgendes vorschlagen. Dass wir dich dann doch vielleicht dahin packen. Weil da kommt er ja rüber. Das heißt, folgende Taktik. Wenn doch irgendwas von hier kommen sollte, kann er von hier schießen. Vom Fluss aus, die müssen ja erstmal beim Fluss. Und wenn es zu viele sind, können wir hierhin zurückziehen und hier im Wald muss er verteidigen. So. So, die Jäger jagen und die Kavallerie ebenfalls. Die sollen sterben. So, die laufen nämlich schon wieder. Diese dreckigen Reiter. Wir müssen aufpassen, die sind eigentlich gar nicht so... Jetzt schöne Salbe von hinten. Einmal schön ein bisschen töten. Zweites Mal kommt er noch ran? Nee, ne? Und da kommen schon die nächsten. Eieieiei, da gibt's auf die Fresse. Da gibt es aber ganz schön was auf die Fresse, wenn ich das da sehe. Ich weiß gar nicht, ob da meine Leute reichen. Das wird ganz schön böse werden. So, wir werden gerade, wir kriegen gerade einen drauf. Das heißt, wir hauen ab. So, weitere Elemente der Mississippi-Armee. Das dürfte Polk's Korps sein. Ja, das ist aber scheiße. Das sind viel zu viele. So viele Truppen habe ich gar nicht. Komm mal hier rüber. Achso, sie greifen nicht weiter an. Dann gehen wir. Wir müssen nur halten. Auf Zeit spielen. Was hast du an Deckung? Komm mal ein bisschen weiter dahin.
Einmal schießen und abhauen. Das ist meine Taktik jetzt hier. So, mehr Rebellen wurden entdeckt. Sie scheinen auf dem... Warte mal, mit Ruhe hier. Sie scheinen auf dem Weg der zur Kirche zu sein. Major General Albert Johnson wurde gesichtet. Es besteht jetzt kein Zweifel daran, dass die Rebellen einen Generalangriff durchführen. Weitere Brigaden von Polks Korps kommen. Ja, Scheißendreck. Wie soll ich denn das schaffen, Jungs? Mit dem bisschen hier. Haben die eine bessere Reichweite als wir? Ah, die haben ein, zwei getroffen. Der Rückzug wird abgeschnitten. Ja. Zurückfahren. Es waren McDoubles, Leute. Zieh dich zurück. Das sieht echt übel aus. Das sieht übel aus. So. Sie werden auf jeden Fall eher von der Seite kommen. Können wir dich dahin positionieren? Ach ja. Habt ihr überhaupt schon was getroffen? Naja. So. Den lasse ich da trotzdem nochmal. Vielleicht versucht die Kavallerie von der Seite zu kommen oder nein. Scheiße. Genau, Kanönchen jetzt erfasst. Genau da richtig in die Richtung ballern. Ja, ich weiß echt nicht, wie ich die Kirche halten soll mit den paar Einheiten. Die müssten doch aufgeklärt sein, die da. Die laufen. Ach du Jemine. Zurückfallen. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Sofort. Hierher. Sherman. Wir kriegen Verstärkung von Sherman. McDowell, ich habe den erst eingekauft, aus Washington kam der. Der gute Mann. Die haben sich nicht getraut hier durch die Jäger. Ich hätte die auch lassen sollen, glaube ich. Schnell rüber. Ja, yeah. Das ist alles, was Sherman bietet? Willst du mich verarschen, Sherman? Gott. Wickham, halten! Wickham hält nicht. Aber die Stuart ist zurückgelaufen. Das ist gar nicht verkehrt. So. Jetzt brauche ich hier eine klare Linie. Aber zacko. Er läuft. Holt mir Wickham zurück. Und es darf kein Vorgesetzter sterben. Ich brauche die alle noch.
Oh, die laufen. Ist ganz geil. Laufen ist immer geil. So, komm mal her. So, weiter. Na, du bist auch doof. Ich pack dich da nochmal weiter. Oh, zurückziehen, zurück, zurückfallen. Aber sowas, nein, laufen, laufen, lauf nach Hause. Oh Gott, zurückfallen. Oh Gott, sie sind gefangen genommen. Wir haben Leute verloren, das gibt's nicht. So, es ist mir scheißegal, ob die Reichweite sind oder nicht. Haut drauf. So. Vielleicht bringen sie die Einheiten nach hinten. Das Problem ist, ich habe jetzt auch da Wickham. Wickham, du musst das erhalten. So, ich gucke nur, ob hier hinten Einheiten sind, weil die laufen da hinten. Oh, 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 Kanone ist zu nah. Der bewegt sich noch, der Stuart. Der darf sich nicht bewegen. Volle Kanonen auf Stuart, bitte. Er darf sich nicht bewegen. So, wo sind die Gefangenen? Wo sind die Gefangenen? Ich will mal die Jäger wieder haben, verdammte Axt. Stuart läuft, das gefällt mir ganz gut. So. Da sind meine Gefangenen. Will ich wieder haben. Wickham Schützen gehören wieder zu uns. Fantastisch. Und Wickham läuft gleich. Weiter. Kavallerie, weiter. Da hinten ist ein Supply, den will ich auch haben. Oh, jetzt sind sie motiviert. Motiviert muss sterben. Komm mal rum. Scheiße, die sterben. Ich setze den da mal rein und dich setze ich mal ein bisschen dahin. Ja, sieht echt scheiße aus. Kanonen zurück. Kanonen kommen an den heran. Das sieht echt scheiße aus. Wir müssen die da rauskriegen. So, wie sieht's aus? Supply. Holen. So, ich komm mal dahin, nerv die mal da. Einfach ein bisschen nerven. So, das reicht. Feuer. Feuer. Ich weiß, ihr habt keine Munition. Es tut mir leid. So, Supply hat aufgegeben. Dahin. Die Kanonen, ja, kommen wieder rüber laufen. Na, das war klar. Diese Verteidigung war scheiße. Es war ein Fehler. Ich hab's geahnt. Ich wollte es getestet haben. Nee, 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 komm zurück, zurück dahin. Von dort aus dem Wald sollst du. Nirgendwo anders. So, die laufen. So, da töten einmal oder in den Wald rein töten. So, Kanonen nicht lange züngeln. Da jetzt töten. Einfach töten. Hier töten. Hier zu den Kanonen. Zu der Kirche da. So, weil es schön ist. Ne, komm nochmal hierher.
Franklin, die Kanonen holen wir uns da. Die haben geschossen, die holen wir uns. So, ihr dürft von da einmal dahin schießen. So, jetzt laufen die schon wieder. Oh, die kriegen schön auf die Fresse. So mag ich das. So mag ich das. Heinrich, Sherman, holt die mal da zurück. Die Leute müssen hier ultra motiviert werden. Motivation 3000 brauchen wir. So. Hier, der Punkt. Der schläft da schon ein beim Gehen. Das gibt's doch auch nicht. So, unterstützen dahin. McDowell ist ein bisschen alleine, es tut mir leid, aber... So, Kanönchen, ich sehe da schon wieder, da bewegt sich was. Einmal töten bitte, einmal express töten. Zack, hinab, tot machen. So. Kavallerie, dahin. Wir gehen jetzt hier so an der Seite lang und holen uns die dann Kanonen nochmal. Ach, die sind auch motiviert, das gibt's nicht. Wo kommen diese motivierten Leute nur her? Das kann's einfach nicht sein. Ah, die werden geflankt. Warum? Ihr seid doch im Wald. Alter, braucht ihr euch nicht weiter bewegen. Die nächsten Motivierten. Das kann nicht sein. So viele motivierte Leute. Oh, die rennen schon wieder zurück. Wurden gesichtet. Hm. Ja, der Fluss ist hier das Problem, glaube ich. Aber jetzt könnte er hier eigentlich nochmal hier ein Verstärkung gebrauchen. Kommen wir mal rüber. Ah, jetzt läuft der. Warum kriegt der hier einen drauf? Oh, ich habe einfach weitergeklickt. Verdammte Axt. Ah, die Konfigurierten versammeln sich bei unserer linken Flanke. Das ist mir aber schnurzegal. Oh, da gibt es noch einen Punkt, den wir halten müssen. Wir müssen eine Verteidigungslinie einrichten und sie aufhalten. Sobald sie verfügbar ist, kommt uns Verstärkung zu Hilfe. Ja, das hoffe ich. Unser Hauptziel ist, das Zentrum unseres Lagers zu halten. Ja. Jo, kann ich mit leben. So wie unsere Linke. Das ist natürlich doof. Viel Erfolg. Danke für nichts. So. Danke für nichts. Er ist natürlich jetzt ein bisschen doof. So, was hat man da für Verteidigung? 37 ist natürlich voll scheiße. 71 ist schon mal besser. So, du stehst ja schon mal echt die Scheiße. Was ist, wenn ich dich einfach mal nehme, Junge? Du dahin, aber zacki. So, dann machen wir schön Kreuzfeuer. Phillips, hierhin, zacki. Laufen. Ist deine Verteidigung besser oder schlechter? Du bist sowieso da... 71, der kann einen Schritt zurück, die anderen Schritt vor. Kanonen bleiben, wo sie sind. So, was machst du da? 37 ist schon mal scheiße. Ab in den Wald, gib Gas. So, da haben wir auch ein Kanönchen mit Hühnchen. Ein bisschen weiter vor oder ein bisschen nur vor. So, und euch drei, ich weiß noch nicht wie und wo, aber ihr steht ein bisschen scheiße. So, diddly-do. So weit, so gut. Oder wir machen das anders. Wir machen das anders. Stone. Stone ist ganz wichtig. Stone, Stone, Stone. Stone. Ihr hier, ihr beide. Ihr teilt euch diesen Wald. Dieses Wäldchen ist euer. Ja, sollen sie euch offene Feld rennen? Ist mir scheißegal. Hauptsache sie sterben. So, habt ihr einen Plan? Gib Gas. Aber zackig hier. Heute noch, heute noch. Na, Kanone kann auch ein bisschen kommen. Du kannst hier doch eigentlich her. Du bist doch ganz gut da. Die Frage ist... wie viel Wald du da hast. 100. Kommt da überhaupt was an? Wir werden es erfahren. So, ein bisschen drehen. Ah, sieht es auch besser aus mit dem Wald. Ich weiß noch gar nicht, ob wir hier so viel, zwei Leute brauchen. Das weiß ich wirklich nicht. Lass sie erstmal da. So. 82. Die müssen doof. 76. Willst du mich... Oh, das ist ein kleiner Scheißwald. 77. Und hier 71. Das heißt, der müsste weiter zurück. Nur ein Schritt. So. Dann müssen wir mal gucken, wie sie kommen.
glaube, ich bin damals, als ich die Konfigurierten gespielt habe, komplett hier lang gegangen. Habe hier alles weggeräumt. Und das hier hinten ja zum Schluss. Ich weiß nicht, wie die KI vorgehen wird. Also hieran kann ich mich noch erinnern. Also Stone könnte man vielleicht hier noch abnehmen. Also meine Idee ist, wenn wir hier zu viel Ärger haben, dann können wir ihn nach hier so hinpacken und Stone vielleicht noch hier nachrücken. Weil wenn ich ihn komplett von Stone nach dahin laufen lasse, dann ist der ja kaputt. So. Video haben wir noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir dieses ja noch... Das müssen wir hier noch fertig kriegen. Jetzt will ich gerade kein Break machen. So. Machen wir auf Play drücken. Breaks Corps greift uns an. Wir müssen durchhalten, bis der Rest unserer Armee für die Verteidigung mobilisiert ist. Ja. Und ich habe nur 1000 Mann Einheiten und der hat 2000. Dieser drecksmotivierte Mann. Lauf ruhig weiter. Ich habe hier zu wenig Kanonen. Der hat einen Gibson. Mel Gibson. Wir haben verloren. Wenn Mel Gibson auf den ihrer Seite ist, dann haben wir verloren. Das ist nicht gut. Ja, die Kanonen treffen nichts. Habt ihr gut gemacht. Oh doch, ihr habt das getroffen? Nö. Oh, 5 Mann. Man hat nie getroffen. Das sah ja aus, als ob es einen Meter weiter neben war. So. Harrison, weitermachen. Wie viel hast du schon getötet? 40 Mann, Harrison, weiter so. Wenn die noch 2 Minuten da stehen, dann sind sie gleich tot. Vielleicht klappt das, wenn er hier weiter gegen Harrison vorgehen wird, dass er, wenn die im Nahkampf sind, vielleicht von ihm noch einen draufkriegt. Wie heißt es nun überhaupt? Phelps? Was ist der Name? Phelps? Hm. Kriegst einen anderen später, wenn du überlebst. Penrose. Aha. Oh, er wird einfach aufgerückt. Ja, Kanonen habt ihr gut gemacht. Läuft. Was sind das für Kanonen? 10 Kanonen. Haben wir natürlich das Beste vom Besten. Dexter. Gehört zum zweiten Korb. Was ich auch nochmal sagen muss. Ich habe jetzt, sehr viele Offiziere sind ja gestorben. Und ich konnte keine Offiziere nachkaufen. Und die Reserve war leer und wir konnten keine Offiziere kaufen. Mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich hatte jetzt so ein paar Trupps, 5 im zweiten Korb. Da waren es halt nur noch 400 bis 500 Überlebende ohne Offizier. So, wenn ich da jetzt Leute nachkaufe, dann sind die sehr ineffizient. Ne? Weil alles nach unten geht in den Keller. Und ich habe keine Führungskräfte für die. Was man da machen kann am Anfang ist einfach, dann die Einheiten verkaufen, man kriegt die Leute ja wieder und die Waffen, die sie tragen und dann einfach ein neues neue Brigade gründen und dann kriegt man wieder einen Offizier. Der ist natürlich strunzdoof, ne, so wie ich, aber man hat wieder einen Offizier und die Leute sind effizienter. Aber ich habe noch keine 2000 Leute, Einheiten, weil dann müssen wir auch bald hin oder zumindest bei 1500. Wenn wir hier gegen 2000er kämpfen, müssen wieder hin. Dafür brauchen wir ja auch qualifizierte Leute. Ah, sowas liebe ich. Hier komm, Wald rauf. Dann, wenn der von da kommt, ne? Kannst du noch ein bisschen raus? Oh nein, halt, 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 halt! Du nicht, mein Freund. Du bleibst, wo du bist geil. Du musst näher mehr raus, finde ich. Falls Pound hier weiter gerade zugeht. Damit wir die Unterstützung kriegen. So, das reicht. Das reicht. Halt. Halt, 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 halt. Nela. So, der steht auch noch. General Bragg wurde mit dem Rest seines Korps gesichtet. Rexpack. Oh, da kommt sogar Kavallerie. Alter Schwede, Jenkins. Die ist sogar nicht zu nicht zu wenig sogar. Das sind ja ein paar Leute. Kanone bitte drauf schießen. Dieses Geräusch, was ihr gerade hört, das mag ich gar nicht. Das klingt, da hört man Motivation. Das mag ich nicht.
Und ich gehe nicht ans Handy, weil... Wer schreibt denn mir Nachrichten, Mensch? Ich spiele. Nee, Mutter, geh kacken. Sollte man nicht zu seiner Mama sagen, aber... Ihr geht gerade vor. So! Harrison, eieiei. Wir unterstützen Harrison. Kavallerie? Nee, ne? Die haben auch keine Kavallerie. Oh, Bragg greift mit an. Ich hätte schon was gesagt. Ist der irre? Na, da müssen die reingefüllt werden. Aber wir kriegen auch ganz schön eine mit. Gerade hier, Penrose hat was mitgekriegt. Force, die Kavallerie Jenkins macht schon was. Und Harrison hat schon 30 Mann verloren. Ich überlege langsam, ob ich Stone da weghole. Oh, da kommt noch mehr Motivation. Das gefällt mir nicht. Stone, nimm die Beine in die Hand, lauf. Komm da rüber. Das ist ein Pieper, die lassen wir nochmal da. Oh, der läuft gleich. Das ist gut. Nochmal draufgeben. Nochmal draufgeben. Der will laufen. 2000 Mann sind motiviert, nach Hause zu laufen. So. Da unterstützen. Wir sind in meinem Wald. Wir hätten mehr hier in der Wand gehen, glaube ich. Sollen. Mehr Einheiten sind bereit für die Verteidigung. Ja, das ist... oh, mehr Einheiten für uns. Du, 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 du. So, wir brauchen Einheiten. Gib uns Männer. So, einfach mal dranlaufen. Jetzt haben wir auch Kavallerie, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Kavallerie. So, meine süße Kavallerie. Reite einfach mal dahin und gucke geschwind, wo die Kanönchen sind. Und sie laufen. Schönen Tag noch. Rennt nach Hause, ihr habt euch den Feierabend verdient. Ah, Jenkins, kriegt da gleich einen drauf. Oh, jetzt haben wir Stone da auch. Stone, ich lass dich hier nochmal in Reserve. So, aber hier brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt werden ja schon mehr hier. Und da läuft auch der Jenkins. Einfach mal hier in den Wald. Wenn der uns nicht weiter... Guckt, wo wir sind. So, einmal. Du kommst hier hin. Warum braucht die so lange? Eieiei, da kommt ja schon. Da kommt ja schon. Hier, Feuer. Da drauf schießen. So, der ist aber nicht unsichtbar hier. Komm mal weiter. Aber der Jackson muss sterben. Jackson muss sterben. Genau. Lauf, Jackson. Halt und schießen. Du auch. Halt und schießen. Männer, beruhigt euch. So, ihr beiden Süßen, Lane und Leonard. Zack, Kinder. Boah, nicht. Lauf, Junge. Lauf, Forrest. Oh, Colonel Roney, da wurde irgendwas verwundet. Das ist doof. Nur weil ich ihn jetzt wahrscheinlich zu sehr bewegt habe. Ne? Scheiße. Ah, jetzt läuft er. Wo ist mein Vorgesetzter? Haben wir keinen General hier? Ein Saftladen mit euch hier. So. Hol fort. Geh mir weiter in den Wald rein. Der Wald ist unser Freund. Denkt daran. Wundert. Wir müssen weiter ran. So wird das nichts, nur Lennart. So,
Und schwuppdiwupp kriegt Lennart ein bisschen mehr Schutz. Ist doch schön. 65 ist mir immer noch zu wenig. Und das reicht mir. 80er Bereich ist ganz gut. So, kannst du noch einen Tuck nach vorne. Ah, siehst du. Jetzt haben wir einen Baumbutton. Wunderbar. Halt und Feuer. Hier auf den, der ist scheiße. All den weg da. So, Kanönchen mit Hühnchen. Mehr Rebellen wurden gesichtet. Hoffentlich die letzten. Das hoffe ich auch. Und da haben wir eine Kanone. Endlich mal ein Opfer. Harrison schlägt sich. Ganz gut. Gerade ist echt das Zentrum, was hier echt angegriffen wird. So, da haben wir sogar einen Vorgesetzten. Können wir den angreifen? Oh, die ist motiviert! Pause! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Auf die Motivierten. Auf die Motivierten. Force. Ja, die hätte ich gerne mal hier. Force Unleashed. So. Ja, kommt nicht hinterher. Hier kommt er auch ran. Wunderbar. Ja. Das sieht nicht gut aus, wo Buff wird. Hier, umdrehen. Attacke. Feuer. Und Pause. Noch mehr Einheiten. Das ist doof. Attacke. Ja, die haben unsere Leute nach Hause geschickt. Und da geht's auch nicht so ganz gut weiter. Kanonen, ihr sollt kämpfen. Oh, das gibt's nicht. Zurückziehen. Die haben sie durch. Komm mal, zieh dich auch zurück. So, Harrison läuft. Aber jetzt reicht's mir. Lane hier. Nach vorne, Force. Nee. Tut mir leid. Dreht euch. Oh. Ach so, er soll dahin laufen. Was läufst du denn? Ja, die haben das zerlegt. Krass. Einfach nur krass. Oh, die kriegen auch Besuch. Oh, sind sie moralmäßig gebrochen. Der Force wird auch gleich laufen, ich sehe es doch jetzt schon. Oh, zurück, zurück, zurück. Oh, ich habe den nicht gesehen. Dass das so weit rausgegangen ist, das war fatal. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. So, und du renn doch mal da zurück in den Wald. Nicht zu den Kanonen. Hm? Wheeler, ich weiß, bergauf ist nicht so mein Ding, aber lauf. So, was haben wir da in Deckung? Das ist natürlich ein Witz. Boah, ist alle drauf da. Baxter, da drauf.
Der muss laufen. So. Komm mal wieder. Ja, das war... Achso, die kämpfen jetzt gegen den Rest von Harrison. Dann lauf mal zurück. Es muss nur einer den Force noch angreifen, dann rennt er auf. Wenn man sie motiviert, hört er mal auf, motiviert zu sein, verdammt. Können wir nicht mal von hinten? Wald und dann von hinten schön. Oh, die müssen doch jetzt von mehreren Seiten gleich laufen, dieser Gibson. Ich sag doch, wenn wir Gibson als Feind haben, ne, das sieht echt schlecht aus. So, Gibson läuft. Dann gleich hierher. So, die laufen. Lauft nach Hause. Lauft nach Hause, ihr Drecksschweine. Harrison, zurück! Was machst du, Idiot? Idiota! Zurück zum Hornissennest. So, wir haben da noch nicht ganz verloren. Aber ich werde das Video erstmal beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ja, ansonsten, nächstes Mal stoßen wir weiter ins Hornissennest. Bis dann, ciao!